Tommy arbeitet für einen privaten Veranstalter, der das Areal für den wöchentlichen Flohmarkt mietet. Hier kannst du nicht stehen, hier kommen die Buden hin. Du kannst auf der Seite vom Baum parken, weil hier werden, Sprachprobleme hat der gebürtige Kroate nicht. Stani Zanjega. Ich spreche fließend drei Sprachen, aber dadurch, dass Kroatisch meine Muttersprache ist, verstehe ich relativ viel aus dem Mazedonischen, Slowenischen, Rumänischen. Und das kommt einem hier auch ganz gut zu Hilfe, muss ich sagen, leider. Ja, da sind Sie ja der Ideale für diesen Job hier. Ich glaube, das hat mein Chef auch so ähnlich gesehen und hält mich deswegen. Tommy hat die ganze Nacht für Ordnung im Flohmarkt-Chaos gesorgt. Morgen. Jetzt muss er die Händler abkassieren, die noch nicht bezahlt haben. 9 Euro kostet der Standmeter. Verglichen mit anderen Flohmärkten ist das günstig. Dann hätte ich gerne einmal 36 Euro. Bitte. Ich habe aber jetzt keinen mit. Später. Ja, nächste Woche fällt der Markt aus. Ja. Und ab 14 Tagen. Egal, ob ihr Geld habt oder nicht. Standmiete wird vorne gezahlt. Sonst kommt man nicht auf den Markt. Danke. Das sind also die Ansagen. Ich habe kein Geld mit, muss ich erst Geld machen, so dann kann ich Standgeld bezahlen. Das hat aber auch viel mit Glauben zu tun, weil sehr viele wollen kein Geld ausgeben, bevor sie kein Geld einnehmen. Vor allem in dem Balkanregion unten ist das halt oft der Brauch, dass man das erst eingenommene Geld halt immer erstmal für sich behält, weil man hat den Glauben, wenn man erstmal Geld ausgibt, bevor man einnimmt, dann wird es halt ein schlechter Markt oder ein schlechter Tag.